Wenn man nach sehr langer Zeit in die Heimat zurückkehrt und das nur, weil ein Familienmitglied gestorben ist, herrscht natürlich schon von vornherein eine gewisse Melancholie und auf die könnt ihr euch jetzt schon mal einstimmen, denn das ist das Video zur Review von Sommerfest. Für euch gibt es jetzt hier erstmal den Trailer. Herr Zöllner, bitte zum Bühneneingang. Ein Telefongespräch für Sie. Zöllner? Ihr Vater hat einen sehr gnädigen Tod gehabt. Von einer Sekunde zur anderen hörte sein Herz auf zu schlagen. Er hat quasi gar nicht gemerkt, dass er tot war. Ja, leck mich doch am Arsch. Der verlorene Sohn. Wo bist du denn hin? Na, der Stefan ist am Theater. Ach, Theater gehe ich nicht mehr. Die laufen mir da zu viel nackig drum. Hast du eigentlich schon Charlie angerufen? Der Mensch aus dem Ruhrgebiet seinen ganz eigenen Makel. Die geistige Enge, das Spießertum, das ewige Gelaber von Arbeit und Fußball, die niedrigen Häuser und der ganze Dreck. Hast du Charlie schon angerufen? Warum fragen mich eigentlich alle, ob ich Charlie schon angerufen habe? Kack die Wand an, jetzt guck mal, was die Katze uns da reinschlägt. Wo soll ich hin? Der Stefan, der Schauspieler. Was, echt jetzt? Ihr lebt doch jetzt in München. In München? Wenn ich die nur reden höre, fange ich schon am Kotzen. München ist doch voll die Scheiße. Woher willst du das denn wissen? Immer Themenwechsel. Was macht eigentlich die Charlie? War das eben deine Freundin? Und? War das gut? Wenn man auf sowas nicht sofort antwortet, dann kann man eigentlich nicht mehr Ja sagen, oder? Hier haben wir uns das erste Mal geküsst. Vorher waren alle so, hey, der Stefan, hey, Charlie. Und zwar so, dass ich den Eindruck hatte, dass ihr das Liebespaar des Jahrtausends seid. Fragt man sich doch, warum man immer wieder voneinander wegläuft. Machst du so? Tatort? Nee, ich bin am Theater. Mach doch mal ein Gesicht! Woanders weiß man selber, wer man ist, hier wissen es die anderen. Das ist Heimat. Wie man weiß, bin ich auf jeden Fall ein Freund von so etwas melancholischen Filmen, in dem man sich nochmal wieder so zu sich selbst gesinnen kann und sich ein paar Gedanken über das Leben machen kann. Das mag ich prinzipiell und gleichzeitig finde ich es auch schön, dass es jetzt immer mal wieder so heimatverbundene Filme gibt, bei denen es wirklich nicht darum geht, so von wegen, ja, das Land, aus dem ich komme, bin ich stolz drauf und das Land ist das Krasseste, sondern viel lokaler gedacht, nämlich die Heimat, weil das nun mal der Ort ist, an den man immer wieder zurückdenken kann, gleichzeitig vor allen Ding, aber auch am meisten geprägt wird. Dein Elternhaus, du Schauspieler, da bist du groß geworden. Da hast du drin gesoffen, gewichst und gevögelt. Das ist ein Denkmal deines Lebens. Aber wenn man irgendwie an einem Ort groß wird, verbringt man da ja wohl mindestens so 16 Jahre des Lebens, die eben sehr, sehr prägen. Und genau das skizziert hier Sönke Wortmann auf eine schöne Art und Weise, was vor allen Dingen am Hauptdarsteller liegt. Lukas Gregorowitz, den kennen die meisten von euch aus dem Lombok bzw. Lombok-Film. Und auch hier spielt er jemanden, der so ein bisschen desorientiert ist. Ist eben Schauspieler am Theater, der seinen Job dort jetzt aber bald los ist und versucht bei einer Soap-Opera irgendwie eine Hauptrolle zu bekommen, das aber jetzt gar nicht so richtig will. Er ist also im Leben noch nicht mehr so wirklich gefestigt, was man aber in seinem Alter jetzt eigentlich denken würde. Diese Rolle hat er also wirklich perfektioniert. Er hat ja quasi in Lombok schon gespielt, hier jetzt aber eben auf melancholischere Ebene und ohne Joints. Und eben weil er das wirklich auf so eine sehr natürliche Art und auch auf so eine eher zurückhaltende Art spielt, bekommt man echt einen schönen Eindruck, wie das so sein muss, wenn man genau in so einer Situation steckt und gleichzeitig eigentlich mit der Heimat nicht mehr viel am Hut hat. Und dann kann ich nur sagen, Lukas Gregorowitz, ein unterschätzter Schauspieler aus Deutschland, gib dem bitte mal wieder mehr Rollen, denn ich sehe den unfassbar gern. Vielleicht, weil es einfach nicht die Sicherheit gibt, dass es auch wirklich funktioniert. Ja, aber die Sicherheit, die hat man noch nie. Ja, aber so steht das andere als Möglichkeit in meinem Raum. Dieser ganze Harry und Sally-Scheiß, der ist dir wirklich lieber, ja? Aber es ist nicht nur die Leistung von Lukas Gregorowitz, die den Film sehenswert machen, sondern es ist auch die Art und Weise, wie bestimmte Bilder eingefangen werden. Man ist also wirklich auf sehr persönliche Art und Weise dabei. Insgesamt ist es jetzt eben nicht so ein distanzierter Blick und auch schon gar kein Blick von oben herab. Was man eben auch daran merkt, dass Sönke Wortmann ja selber so seiner Heimat auch noch so ein kleines Denkmal setzen möchte. Was ich dann wiederum nicht verstehe, ist, warum an ganz vielen Figuren einfach nur Klischees ausgepackt werden. Also die müssen dann alle so diesen ganz klassischen Ruhrpott-Slang sprechen, als gäbe es wirklich im Ruhrgebiet nur ausnahmslos Atze Schröders, wenn sie auf jeden Fall männlich sind. Miri, Schätzchen, bist du mal so lieb, holst uns zwei Bierchen, bitte. Ah, kein Bier vor vier für mich, danke. Ja, ich weiß, aber irgendwo auf der Welt ist immer 4 Uhr, ne?
Da gibt es trotz alledem ein paar sehr, sehr witzige Momente, aber manchmal ist das einfach so over the top, dass man sich echt die Frage stellt, so, warum bringt man jetzt so einen krassen Gegensatz zum restlichen Gefühl dieses Films eigentlich damit hinein? Denn eigentlich ist es genauso dieses sehr bodenständige und dieses Schnörkellose, was hier die Figur von Lukas Gregorowitz irgendwie ausmacht, was man auch mit dem Ruhrgebiet irgendwie verbindet. Ne? Klar, schnörkellos. Ja, sehr geradeaus. Da kann man auch den einen oder anderen Gag draus machen. Du stehst doch auf die Dicke aus dem Fernsehgarten. Hä? Die ist doch gar nicht mehr dick. Ja, ja. Hauptsache, du weißt Bescheid, ne? Aber eben dieses Ständige in diesem Slang, ich versuche das jetzt gar nicht nachzumachen, weil das klingt, wenn das ein Kölner macht, klingt das ziemlich dämlich. Genauso will ich auch nicht, dass Leute versuchen, rheinländisch zu sprechen. Aber ja, das sind mir einfach dann viel zu viele Klischees und das ist unfassbar schade, weil in vielen kleinen Momenten dadurch der Film so ein Stück weit kaputt gemacht wird. Denn diese Melancholie, die dieser Film immer weiter vorantreibt, auch durch, ja, zugegebenerweise so ein bisschen nervige, immer wiederkehrende so Gitarrenelemente. Aber irgendwie hat das bei mir funktioniert und da werde ich immer wieder rausgerissen, weil man noch irgendwie witzig sein will und lustige Ruhrpott-Figuren noch so brachial reinschmeißen muss. Das ist sehr, sehr schade und es ist eben für mich nicht nur ein kleines Manko, sondern ein sehr, sehr großes Manko. Deswegen stehe ich bei diesem Film auch sehr hin und her gerissen auf einer Stelle und kann mich nicht so richtig entscheiden. Aber das ist ja meistens dann ein Zeichen, dass ich einen Film ja durchschnittlich finde, muss aber sagen, weil Lukas Gregorowitz, ich habe diesen Namen sehr oft jetzt gesagt, seine Sache wahnsinnig gut macht und er auch als Typ sehr bodenständig ist. Ich erinnere mich bei einer kurzen Begegnung bei der Premiere zu Lombok, wie sehr er sich gefreut hat, einfach nur zu sagen, hey, du hast was geil gespielt, ist es für mich wirklich hier so der Star des Films und dementsprechend entscheide ich mich noch für eine leicht positivere Besprechung, nämlich für 6 von 10 Punkten für Sommerfest. Wer gerade aus dem Ruhrgebiet kommt, der schaut sich den Film bitte mal an und sagt mir, ob das zu sehr Klischee ist oder ob das vielleicht dann doch sehr der Wahrheit entspricht. Würde ich mich freuen. Ansonsten schaut doch gerne noch in eine andere Review rein. Ihre beste Stunde ist auch erschienen und schaut einfach sonst mal noch so, was dieser Kanal euch bietet. Wir sehen uns bald wieder. Macht es gut und adieu.